Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Part von Rainbow Six Siege. Wir sind hier im Haus, im Modusbereich sichern, mit dem Standard-Tron. Oh, hallo. Jetzt sieht doch dann kein Schwein mehr durch am Ende. Ja. Und vor allem, was das für Ideen werden soll. Ja, das ist die Sache. Können wir vielleicht irgendwann hast du eine fliegende Drohne, die einen Atomschlag abwerfen kann. Ciao, Kuba. Kuba hat heute keinen Bock. Kuba, du überhaupt kannst ruhig sagen, wenn du nicht mitspielen willst. Twitch-Drohne im Bad. Nein, Twitch-Drohne kommt rein. Ich hab sie. Gegner hat den Biogefahrgutbehälter platzieren. Oder? Na doch, gewollt. Ich glaube, Kuba wird das heute nicht so viel. Kuba ist zurückgekehrt. Oh, ich glaube, Twitch-Drohne hat kaputt gemacht. Oder? Oh, Fenster geht auf. Ah! Die Twitch-Drohne hat nicht kaputt gemacht. Oh, diese Kampf. Wo ballern sie denn? Oh, diese Drohne! Ich treffe die Drohne nicht! Schieß durch, ihr Fotzen. Ist sie auf den Camps noch nirgends ein? Die Küchencam ist kaputt gegangen. Das war bestimmt schon ein bisschen. Haupttür, genau. Ich kann irgendwas aufschlagen. Ich weiß nicht wo. Aha. Ich höre Ibana. Ibana schießt durch das große Fenster durch. Das sind schöne, interessante Löcher. Nein, sie hat mich. Sie ist am Fenster noch. Krieg mich nicht! Krieg dich! Am langen Fenster? Am großen vor, am das große Raumfenster vom. Gott. Hier oben an der Baustelle steht Thatcher. Der ist oben in diesem langen Gang zum Baustelle hin. Da war der drin. Drohne. Kannst du den markieren einmal? Nee, der ist dahinter. Ich sehe den nicht. Der ist in diesem langen Gang halt da drin. Die Bahn ist immer noch vorm großen Fenster. Die Bahner hat ein Loch gemacht, gerade zur Treppe runter. Also sie könnte sehen, wenn du die Treppe hochläufst. Okay. Check. Er kommt vor. Ist auch draußen. Du könntest ihn von hinten holen. Der ist jetzt vor dem Gang. Er ist jetzt an der Treppe. Schön. Ich lade mein Magazin. Nice. Jekyll und die Bahner sind am Fenster lang. Also im Raum, am Raumfenster. Baustelle. Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Ist da Mira oder ist da Hibana? Hibana ist tot. Kleinkinderzimmer. Ja, ist da offen. Kleinkinderzimmer ist keiner. Ist alles also dicht. Ist das Miras Fenster? Ja, das ist Miras Fenster. Nächste, Irgendwo ist einer reingekommen. Drohne fährt ins Bad rein. Am Badefenster ist ein Loch. Sub, ich guck aufs lange Fenster bei dir, okay? Am Loch, am Fenster im Bad ist einer. Der schaut genau ins. Twitch-Drohne kommt rein bei dir, Sub, durchs Fenster am Balkon. Bad macht Bad wird jetzt geöffnet. Twitch ist tot. Checkliste Bart und Checkliste Bart. Hier. Markiert ihn. Ist markiert, schieß durch. Los, holen dir. Jetzt versteckt sich hinter der Wand. Nice. Ist das Nichts, das wollte ich auch noch sagen. Es wäre auch cooler, wenn man so die Mercury irgendwo hin tut, wo nicht so im Mirrorfenster schon hinschaut. Das war aber auch rübergezogen. Für gerade Linie und instant in den Kopf. So ein Lack möchte ich mal machen. Ne? Ja, das ist doch das Glück, was. Daniel, hast du schon mal die die Main Shotgun von Jekyll ausprobiert? Bis jetzt noch nicht. Geile Antwort. Bis jetzt nicht? Nee. War das so? Dann wage ich mal den. Nee, tu nicht. Hat gar keinen Sinn. Damit schon die kleine Shotgun. Das ist ja halt Zweitwaffe, eine Shotgun.
Ja, ich weiß. Aber die Shotgun ist halt nicht wirklich stark auf Distance. Mhm. Also die Shotgun ist halt wirklich. Ja, das wäre ja noch schlimmer, wenn die noch stark wäre auf Distance. Nee, aber ich meinte, ich wollte eigentlich damit sagen, sie ist noch schwächer als eine normale Shotgun auf Distance. Ja, logischerweise ist es ja auch eine Zweitwaffe, das ist eine Secondary. Ich glaub, die sind deswegen halt denkst du drüber nach, wenn man ob einmal auch die Haupt-Shotgun ausprobieren, wie gut die ist. Aber es lohnt sich halt nicht. Es ist zwar die kleine Shotgun, nur 5 Schüsse und da musst du wirklich direkt vor der Fresse also stehen, aber das ist halt wirklich. Ich habe gehört, es soll eine ziemlich ordentliche sein. Sie soll also schon okay sein. Ja, unter ordentlich und okay kann ich mir nichts vorstellen. So, kann man das irgendwie zu einer jetzt schon existierenden vergleichen? Eine Pistole ist auch nicht so stark wie eine Hauptwaffe. Noch 5 Sekunden. Ja. Das ist auch eine ganz andere Waffenart, aber halt, ja, ich weiß. Ja, aber deswegen, weil Shotgun ist halt auch eine Secondary. Also ich glaube, man kann sie, glaube am ehesten vergleichen mit der Bandit-Waffe, so in die Richtung. Ja. Bandit-Shotgun, so ähnlich ist es, ist eine Pump halt. Ja, klar. Aber Dingsda, die Shotgun hier, Supernova, ist ja auch eine Pump, ist doch trotzdem ziemlich gut. Oh, da unten, pass auf, da wird bestimmt Smoke, weil das Fenster aufmacht. Was ist das denn? Oh, Mira hat im Badezimmer ein Fenster. Okay. Okay. Will der mich verarschen? Der piekt einmal hin vom Raum aus, Mira. Okay, die ist gemeldet. Bleib mal da dran. Mira hackt. Electronics hackt. Echt so hart, dass der Team killen wird. Oh, einer ist Richtung Baustelle gerannt. Einer ist zur Baustelle, ich sehe einen Schatten. Das war, Pulsch, ich hab ihn angeschossen. Pulsch ist daran gerannt, ja. Alter, kann der Scheiß mal aufgehen? Alter, guck mal, ich hab schon dran geworfen. Ja, das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Ja. Das ist auch schon lange. Das ist auch schon lange aktiviert, das geht nicht auf. Könnt ihr mir helfen? Ja, ich bin hier gut versteckt. Pass auf das lange Fenster, könnte jetzt einer rauslaufen. Pass auf lange Fenster, könnte einer rauslaufen. Danke. Tschüss, kurz. Gott sei Dank war ich schon nah am Rand. Ich scheiß Mirror, ey. Nein! Im Dings ist einer, im Bad. Warum hast du hier gerade? Ich hab drauf gedrückt, aber das ist irgendwie ein Bug, der aktiviert sich nicht. Ich hab sogar die Animation gehabt für Starten, aber das ist. Wisst ihr, wo die letzten beiden sind? Einer, Mute ist im Raum. Mute ist vor dem Bad. Nicht alle durcheinander. Ja, Mute ist im Bad. Oh! Schön. Wie sie alle rausrennen wollen, what the fuck? Mute und Bad, ja, dann tappen. Und Bad gucken. Oh nein! Er hat dann Müllerfenster aufgemacht. Das ist auf. Er könnte jetzt im Flur sein. Wow! Was? In meiner Sicht hat Zap voll durch die Hibana-Dinger geschossen. Ja, mir auch. Bei mir hat Zap den Müll gesehen. Was ist das denn? Bei mir waren die, bei mir haben die nicht geflackert, bei mir waren die fest und Zap hat durchgeschossen. Ja, bei mir auch. Okay, also ich hab das richtig gesehen. Bei mir war es eine Art so eine Hibana-Blume. Ja, ja, und bei mir war die. Bei mir war da hinten zum Bad halt eine Tür auf. Ja, mir auch. Holy fuck. Ich meine, ich hatte schon einen ähnlichen Bug mal mit Hibana, aber dann ist irgendwann mal aufgegangen. Durch ein Hibana-Loch habe ich auch nicht durchgeschossen. Hey, Dings da, Jungs, das war nichts mit Hibana, sondern er hat da. Ja, er das war Mirror-Loch. Ja, aber die Hibana-Ladungen, ja, die X-Kairos. Es hingen waren da alle auf einem Punkt. Und Zap hat. Die waren fest. Die waren ein Hindernis. Und Zap hat einfach durch die durch. Der konnte nix sehen, nur die Hibana-Dinger und hat durch die durch den weggeklickt. Am Fenster haben sich ja zwei von den Hibana-Ladungen verhangen. Deswegen. Okay, also ihr habt da keinen. Ich hab da nur an dieser Wand welche gesehen durch Subsicht. Auch von der anderen Seite, aber das ist auch lass rein. Lass es. Nein, lass Benny, Benny nicht reinforcen. Benny nicht reinforcen. So, wer hat nichts reinforced in diesem Raum, Benny? Das ist die erste Regel. Ich reinforce da mal einen von der Seite, mach da die Bahnabfenster hin. Dann kann man da durchschießen. Aber das eins lasse ich offen, ich mach nur eins auf, damit man da durchkommt. Hat jemand, Benny, hast du Kontakt gerade angenommen? Ja. Dann komm mal her in den Raum, Benny. Verdichtung kalibrieren. Nein! Oh. In den Raum, Benny. Oder wirfst du einfach gegen die Wand. Daniel, nicht reinforce. Nein, nein! Alter, siehst du, ich meine Markierung, du wirfst das genau, wo ich da stehe, ey!
Markierung musst du sehen! Bist du blind? Boah. Nee, ey, wirklich. Ach, nee, kein Bock mehr. Einer kann sich da reinstellen. Oh, genau, und die fand, wo ich da neben stehe. Einer hat noch keine Rüstung. Ich. Ciao. Ciao. Ich habe Fuse-Ladung abgefangen. Ja, dafür sind ein Raum rein. Das Tolle ist, keiner von uns ist im Raum. Hä, guck mal, ist einer Baustelle oder schießt einer mit der Shotgun von euch? Daniel hat Baustelle. Daniel hat von der Baustelle geschossen. Schlafzimmerfenster ist groß, ist aufgegangen. Einer ist da auf. Ich war doch schon längst gelegen, Alter, dieser Diego-Fotzen-Hurenkind. Daniel ist schon Peak wieder. Ja, genau. Oh, wie ich dieses Spiel so oft hasse. Schlafzimmerfenster nochmal aufgegangen. Ja, Löcher. Ich guck da mal. Oh, scheiße! Oh. Fuse ist so fucking OP, es ist unglaublich. Dieser Bastard, so wirklich. Als ob der nicht tot ist. Als ob der nicht tot ist. Versteck dich hinter der Reinforcement, Daniel. Hier kann er dich durchschießen. Ja, aber da kann er durchgucken. Deswegen. Ich lieg hier. Oh, die werden mich holen. Baustelle ist jetzt einer drin. Ja, die werden mich holen. Ich liege in der Baustelle. Hi. Hi. Ah. Badezimmer ist safe, Sir. Hier ist noch keiner da. Halt. Wer hinter dir, Benny? Hinter dir, Benny. Ist drin, Sub. Ja, nice. Schön. Aber du hast doch auch gesehen, Copa. Wie kann der nicht tot sein, ey? Ja, ich dachte auch so. Easy Headshot. Und dann auf einmal nichts passiert. Ash ist da. Ash ist am langen Fenster da draußen, wo man noch draußen hintergucken kann. Nee, die ist nicht am langen Fenster, die ist drin. Die ist in dem Gang. In diesem, wenn du aus der Baustelle der Seite rausgehst, das ist ja so ein du kleiner kannst da Gang. Durchs Loch schießen. Nein, Bernie, nein! Des eigenen Trupps verbleibt. Well. Fuse vom Raum, Sub sind drin. Komm jetzt rein, Ash ist da. Muss gucken, muss durchs Fenster oder so gucken. Hier kommt ein Loch, hinter dir. Nebenraum, neben. Ist die durchs Loch durch. Die haben die Sicherung beendet, die ist rausgesprungen? Ah, fuck. Ja, die ist da durchs Loch durch, in den Nebenraum. Mission gescheitert. Warum? Da siehst du. Sie das getan. Die wollten ihn holen. Deswegen haben wir gesagt, das Glas aufgemacht. Schade. Ja. Hey, aber Bernie war doch da drin und der war schon tot. Das hat keinen Sinn gemacht, dass sie da reingejumpt ist. Ja, hat sie auch nicht. Sie hat ja auch aufgehört, den Raum zu tappen. Vielleicht wollte sie mich von der Seite nehmen, unerwartet, wenn ich reinkomme, um den Raum. Sie hat einfach das Glas aufgemacht. Das habe ich noch gesehen in der Killcam. Sie hat einfach das Glas aufgeschossen und ist wieder reingegangen. Da hätte sie ja eigentlich die ganze Runde da stehen können, hätte sie vergammeln können. Ja, nee, sie hat das Glas aufgemacht und ist dann wieder in den Raum reingegangen, quasi, um wieder zu kontrollen. Kerl, sag nicht, die sind Garage. Ja, die sind Garage. Fuck. Und dann habe ich natürlich die Bahn dabei. Ach Mann. Oder mit der Sardine triffst du nichts, Lady. Ich probier es aber, die haben Frost und Frost bringt nicht so viel bei Garage. Mirror Fenster an der Garage. Ja, sie versuchen die Tachanka-Mira-Kombination. Ja, und dann machen wir die halt weg, die Kombination. Also, Tachanka kann man immer noch. 10 Sekunden. Machen sie das Fenster auf, dann schießen wir rein. Bumm, so einfach. Ja. 5 Sekunden. Wir müssen halt über dem Dach aufpassen, über dem Haus. Gut, dass ich immer dabei. Da ist noch safe. Ich dachte schon, da kam was rausgeflogen, das war auch ein Blatt. Ich schieß dir genau in die Fresse, mein Freund. Okay, das Fenster rechte Garage ist auf.
rechte Garage sind Valkyrie und Mirror und Valkyrie ist angeschossen. Frost tot im Raum. Sieht schön genau Valkyrie da. Valkyrie und Tachanka sind alle drei drin? Okay, da müssen wir erstmal oben nicht gucken. Nee, Tachanka habe ich nicht gesehen. Valkyrie und Mirror sind rechte Garage und Valkyrie ist angeschossen. Schieß auf, Sub. Ich bin tot. Gut. Wie auch immer ich der Valkyrie kein Herdl geben konnte, weil ich. Er ist links weggegangen von meiner Markierung, links weg. Ich verstehe es nicht. Okay, keine Ahnung, warum der ins Loch ranläuft. Ist sehr schlau. Einer ist hinten hinterm Auto, da ist Mira. Na, der hat mich halt gekillt. Und wo ist der Schalter? Ja, wo ist der Lord? Der Lord ist da nicht. Der Lord ist gar nicht im Raum. Okay. Ja, hab ich gesagt. Ich hab den Raum schon gestorben. Okay, ich hab der 100% einen Header verpasst. 100%. Und ich war schon hinterm Auto. Einer ja, eigenen Trupp verbleiben. Ist klar! Die hat null Schaden. Die hackt so sehr rein. Mit 10 Kills auch. Die hackt so sehr rein in mir. Noch ein Gegner übrig. Geh rein. Ja, wie sie mir einen Headshot rein gedrückt hat, ist klar, die Alte. Okay, das letzte Mal. Du hast so panisch gerannt. Ach Gott, neutralisiert. Die Mirror hackt so hart rein. Gut, das letzte Mal wusste ich nicht, sorry, Bernie. Ah, das war ein bisschen blöd gecallt. Heute war leider sehr falsch. Nicht wegschmeißen. Wobei. Wenn du jemanden hast, der auf einmal die Hex anmacht, wenn er nachjoint, machst du nix. 10, 2, 3, easy. Es kann nicht angehen. Sie hat null Schaden bekommen und ich drück ihr auf den Kopf. Ja. Ihr Kopf guckt raus, ich treff sie und sie kriegt keinen Schaden. Das kann nicht angehen. Ich hab der Valkyrie eigentlich auch den Headdog gegeben. Bei der Mirror war auch die Möglichkeit da. Ja, das ist immer so ein, das ist immer dieses scheiß Coding oder sowas. Wenn du. Oben. Ich denke eigentlich, da steht doch immer. Sie sagen ja immer, dass der Angreifer irgendwie begünstigt wird. Das heißt, wenn du auf deinem Screen triffst, dann trifft es auch. Aber nein, das passiert nie. Ja, weil die Server nicht klein, weil die. Oh, die Server sind nicht. Die Clients sind nicht serverlastig, sondern die sind nur vom PC aus. Und du siehst teilweise was anderes als es überhaupt ist. Ja, das ist halt richtig scheiße. Ja, macht keinen Sinn bei einem Online-Multiplayer-Shooter. Wenn ich der Mirror einen Headshot gebe und sie nicht stirbt und ich mal ein bisschen Schaden bekommen hat und ich schon hinterm Auto bin und ich auf einmal einen Headshot kriege, dann stimmt gar nichts. Aber sie wollen es ja ändern. Sie wollen das ja. Ja, irgendwann mal. Nachdem sie die 100 Operatoren gemacht haben, dann können sie vielleicht mal das Spiel verbessern. Len. Das ist halt echt so. Guck mal nach der Kamera. Aber die ganze Zeit nur ein Scheiß Customizations und so. Oh, das ist offen, lol. Oh, ich hab dem Mob auch einen Headshot gegeben. Ja. Wenn du so ein kleines. So. Ah. Fällt sie tot weg. Booby Trap Down. Drohne wurde eingesetzt. Du hast den Raum? Ja. In dem Raum, der ist tot, keiner weit und breit. Natürlich, das haben wir auch gemacht. Ich tap. Ja. Ohne Unterstützung. Ich guck hier am langen Fenster, ob einer irgendwie im Gang kommt. Ja, einer aus dem großen Schlafzimmer. C4 rein. Ist Mira. Lass sie liegen. Nice. Schön. Good job. Gut gemacht. Abgelenkt. Im Langfenster abgelenkt. 5-4-4-3-1. Eine gute Runde haben wir. Ist alles schön aufgezählt. Noobs. Scheiß Naps, ey. Ich muss aber eben einmal kurz raus. Puls hat sich halt voll mit mir beschäftigt, anstatt in den Raum reinzugehen. Hab ich den Port? Geil, ich hab den Port. Geht mir voll einer ab. Von daher. Dieses geflochtene Zopf, ey. Oh ja, ich geh mir jetzt erstmal richtig schön einranken, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Ciao.